Das Erwachen der Sexualität fand in den 60ern statt, die 60er Jahre. Ich bezeichne die auch im Rückblick immer noch als die bleierne Zeit, die 50er und der Übergang in die 60er. Es gab viele Tabus. Also für mich gab es überhaupt keine Begrifflichkeit. Das Wort homosexuell kannte ich nicht und das Wort schwul auch nicht. Und wenn, hätte ich nicht die Bedeutung gewusst. Nur so ganz so im Untergrund dämmerte es dann irgendwie. Aber ich traute mich auch nicht, das nach außen zu bringen. Oder wen hätte ich fragen sollen? Meine Mutter? Ja, Frauenbeziehung war überhaupt nicht denkbar. Meine Mutter hat, ich saß im Sofa, der Tisch dazwischen, meine Mutter da, wo sie sitzen, und dann hat sie gesagt, das ist ja ekelhaft. Ja. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir überhaupt nicht überlegt habe, dass Menschen da was gegen haben könnten. Ich war da wirklich naiv. Ich habe ihr nur gesagt, Mama, ich habe gedacht, es geht ja auch darum, dass ich glücklich bin. Und meine Eltern sind nicht zu uns gekommen, wenn Claudia da war. Die musste immer wegbleiben. Ich habe sehr früh geheiratet, war aber auch direkt wieder geschieden. Habe mein Kind zur Welt gebracht und ich war immer schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe mir immer schon ungern was gefallen lassen. Es lag auch immer an den Menschen selber. Ne? Aber zu sagen, hatten wir Hausfrauen nichts. Wenn da einer arbeiten gehen wollte, der musste den Mann fragen. Und wenn der Nein gesagt hat, dann durfte die nicht arbeiten. Aber ich habe mit meinem zweiten Mann ganz viel Glück gehabt. Wenn irgendwas war, wurde ich mitgefragt. Wenn wir einkaufen gegangen sind, also so große Sachen gekauft für eine Wohnung und so. Das haben wir immer zu zweit gemacht und das war bei meinem ersten Mann nicht möglich. Er hat bestimmt und ich musste gehorchen.